31. Spieltag der Landesliga Südost. Es ist ein absolutes Topspiel zwischen dem SC Eintracht Freising und dem FC Deisenhofen. Eintracht Freising auf Platz 3 und der wichtige zweite Relegationsplatz, den sie noch erreichen wollen, den hat momentan Deisenhofen inne mit ihrem Trainer Hannes Sigurdsson. Haben sie aber was dagegen, dass die Gastgeber den sich noch schnappen? Ein Sieg ist elementar wichtig für die Gastgeber, aber der ehemalige isländische Nationalstürmer wird etwas dagegen haben, dass Freising das Ding hier und heute klar macht. Sie haben die erste Chance nach einer Ecke, auch wenn sie eher mittelgefährlich ist für das Tor der Deisenhofener. Er würde am liebsten auch noch mitspielen, hat unter anderem bei Jahn Regensburg in der dritten Liga gekickt. Über 300 Zuschauer sind anwesend. Es ist ein ordentlicher Trubel, bei dem Freising zuerst die besseren Möglichkeiten hat. Philipp Urban über die rechte Seite sucht Hohlenburger, der verpasst. Caruso muss eingreifen, die Chance aber noch nicht hundertprozentig geklärt. Gülefak mit der guten Flanke, aber diesmal ist es dann endgültig passé. Hier sehen wir nochmal die Riesenchance und das wichtige Eingreifen durch den Torwart, durch Enrico Caruso. Halbzeit 2 beginnt in der Dämmerung, dennoch gute Spielbedingungen dank Flutlicht. Langer Ball auf Evrat Ngoikoi. Da kann er selbst nicht so wirklich fassen, dass er da noch an den Ball kommt. Und so vergibt er diese hochkarätige Chance. Deisenhofen inzwischen dominant in dieser Partie, drückt auf das Tor. Flanke von Bachhuber, noch nicht 100% bereinigt. Und in der Mitte wartet Allgeier, Julian Allgeier! Der Führungstreffer für Deisenhofen. 68 Minuten gespielt und der Joker sticht. Hannes Sigurdsson hat alles richtig gemacht und hat ihn gebracht. Sein erst zweiter Saisontreffer und hier sehen wir, wie er zum Erfolg führt. Ein bisschen Dusel ist dabei, aber das ist ihm sowas von egal. Bei diesem Spielstand ist ihnen der Relegationsplatz fast nicht mehr zu nehmen. Was für ein wichtiger Treffer von Allgeier, wenn es denn dabei bleibt. Wieder Bachhuber. Michael Bachhuber macht ein tolles Spiel. Fachenheim ist aus dem Tor gelaufen und er hat die Möglichkeit. Aber Osaro Aiteniora mit der klasse Verteidigungsarbeit vor dem Tor mit dieser wichtigen Grätsche. Deisenhofen weiter im Vorwärtsgang. Nächster guter Abschluss. Diesmal war es Martin Meyer. Der Mann mit der Nummer 7 rackert sich ab und hätte vielleicht auch noch eine Abspielchance gehabt. Freising braucht unbedingt mindestens einen Treffer. Eckball von El Sayed, nicht 100% gefährlich und das reicht nicht, bei bestem Willen nicht. Poschenrieder kann diesen Eckball ganz einfach klären. Alex Plaps, der Trainer der Freisinger, heute mit seiner Mannschaft leidend an der Seitenlinie. Sigurdsson macht das mit seiner Mannschaft in der zweiten Hälfte geschickt. Bachhuber nochmal mit der Möglichkeit und dann ist es geschafft. Der FC Deisenhofen gewinnt verdient mit 1:0 nach einer klasse Leistung in der zweiten Hälfte. Die taktischen Schachzüge und Einwechselungen von Trainer Hannes Sigurdsson sind perfekt aufgegangen. Und wir fragen uns, wie hat er dieses Spiel erlebt? So sind sie fast nicht mehr aufzuholen, die Deisenhofer, und feiern zu Recht. Freising landet mit dieser Niederlage tatsächlich noch auf dem 4. Tabellenplatz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.